Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 04 vom 3. Dezember 2022 immer noch in Griechenland. Wie kann es anders sein? Und der heutige Tag, Samstag, war oder ist immer noch, es ist jetzt hier 18 Uhr in Griechenland, ein Tag, den man so als verloren betrachten könnte, wenn man das möchte. Es war ein Tag, an dem ich spät aufgestanden bin, ewig noch im Bett gelegen habe, denn es hat geregnet und es war trübe, bisschen kühler, also so um die 15 Grad tagsüber. Einfach nicht schön. Und ich hatte das Gefühl, draußen nichts zu verpassen und habe dann relativ viel auf Social Media abgehangen, bei Instagram geguckt und ausgiebig und sehr lange gefrühstückt oder Mittag gegessen, wie man das auch nennen möchte. Also wirklich ein Tag, der eigentlich weg kann. Oder was hast du da für eine Meinung dazu? Muss man solche Tage einfach auch mal so annehmen? Ich habe das heute getan. Habe jetzt vorhin noch meine Camping-Nachbarn Vera und Tim auf den letzten Bananenkuchen, aufs letzte Bananenbrot eingeladen und wir haben noch einen schönen griechischen Mokka dazu getrunken. Ansonsten passiert heute nichts mehr. Und wie geht's dir damit? Das würde mich echt mal interessieren. Lass mir doch mal eine Nachricht zukommen bei Instagram, bei Facebook oder sonst irgendwo bei YouTube zum Beispiel. Könnt ihr auch sehr gerne in die Kommentare der einzelnen Podlog-Folgen auch was reinschreiben. Würde mich riesig freuen, wenn wir da ein bisschen in Kontakt kommen und ihr vielleicht mir auch mal Feedback geben könnt zum Podlog, wie euch das gefällt. Aber jetzt nochmal die Frage an dich, wie machst du das mit so Tagen, wo eigentlich nichts los ist und wo, ja, ich hätte heute noch viele Sachen machen können, aber ich hatte zu nichts Lust und es war echt so ein nutzloser Tag, habe ich das Gefühl. Auf der anderen Seite ist es ja auch mal gut, so runterzukommen und nichts zu machen. Ich arbeite ja in der Regel jeden Tag, also 7 Tage die Woche, aber ich teile es mir halt ganz frei ein und es gibt eben auch Tage, wo ich mal nichts arbeite. Und heute ist so einer, bis auf den Podlog. Den mache ich natürlich jetzt gerade und bereite noch so ein paar Sachen dafür vor für die nächsten Tage, damit ich die Posts dann immer rausschicken kann, morgens um 5. Ja, also heute war irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Aber irgendwie gehört es doch auch zum Leben dazu, oder? Was meinst du dazu? Also, hau rein mit den Kommentaren, kontaktiere mich. Ich freue mich und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.